Jörg Bergers bitterer Abgang, der 3. Oktober 96, gefeuert ausgerechnet am Tag der Einheit. Bei den Fans nur eine Reaktion, Unverständnis. Hey, Weicheier! Verwöhnte kleine Kinder! Bombenleger! Die vermeintlich Schuldigen schnell ausgemacht. Mann, verschwinde du! Ihr aus Gelsenkirchen! In der Essen wieder! Nee, Mann! Du Spinner, du! Das erste Spiel nach Berger zu Hause gegen Karlsruhe, eine einzige Demonstration für den Entlassenen. Der Erklärungsbedarf riesig. Manager und Mannschaft erläutern, das Ganze war kein kurzer Prozess, sondern eine langfristige Entwicklung. Ich bin immer so gewesen und das stimmt nicht, dass ich mich verändert habe. Ich bin immer so gewesen, ich bin immer so geblieben. Die Situation hat sich verändert, das Umfeld hat sich verändert. Und damit die Ansprüche. International ist in puncto Taktik, Motivation, Konzept anderes gefragt als damals im Kampf gegen den Abstieg. Der Vorwurf, da kam nichts. Die Fans beruhigten sich, je mehr Informationen sie bekamen. Zum Beispiel durch den Auftritt der gesamten Mannschaft in Ranissimo. Die angeblichen Königsmörder stellen sich. Wir haben die Probleme in den letzten anderthalb Jahren immer versucht, intern zu regeln. Deshalb vielleicht für viele Leute überraschend, warum das jetzt so schnell passiert ist. Warum jetzt so schnell eine Entscheidung gefallen ist gegen den Trainer. Und da muss ich sagen, da hat die Mannschaft einen unheimlich guten Charakter. Bewiesen nicht nur durch diesen geschlossenen Auftritt im Fernsehstudio, sondern auch in einem gewissen europäischen Wettbewerb. Der UEFA